Hallo Leute, willkommen mitten aus der Natur. War natürlich nur ein kleiner Scherz. Benjamin Klausner, schön, dass du zurück bist. Wer es noch nicht mitbekommen hat, der Wanderfalk ist zurück und hat auch einen neuen Kanal aufgemacht, der nennt sich Bananeninsel. Finde ich recht witzig. Auf YouTube ist momentan eh viel los und deswegen habe ich mir spontan gedacht, als ich am Samstag den Livestream von Mr. Togi gesehen habe, hey, komm, du magst auch mal Q&A wieder dazu, weil momentan passiert natürlich vieles und mich fragen natürlich. Zum Beispiel der Günni, der Breakout-Kanal, der Survival Combat, macht seinen Kanal dicht. Sein SOS-Kanal hat er bereits dicht gemacht und je nachdem, wann ihr dieses Video seht, macht er auch die anderen Videos die meisten platt. Survival Pete macht es ähnlich, der bleibt zwar da, macht aber ganz andere Videos und alle Survival-Videos werden gelöscht von ihm. Was ist da los? Was kommt da auf uns zu? Das sind auch Fragen, die euch interessieren, die werden wir beantworten. Es waren einige Fragen zum Coronavirus da, es waren zur Kommunikation Fragen da, also in der Krise. Es war allgemeine Frage momentan. Man merkt, dass die Leute doch etwas empfänglicher sind, nachdem auch in Italien der Coronavirus wütet und Geschäfte geschlossen worden sind. Und all diese Fragen werde ich versuchen, heute zu beantworten. Wenn dich das interessiert, bleib einfach dran. So, fangen wir mal mit den Fragen an. Die erste Frage, die ihr gehabt habt, war zum Günni. Und da waren mehrere Fragen da. Ich stelle die vorher vor und dann werde ich darüber meine Antwort geben. Bambi-Klopfer, hast du mich noch lieb? Ja, habe ich noch. hast du das Video vom Günni gesehen? Wenn ja, geht es dir auch so? Da sage ich gleich was dazu. Carsten Beckmann hat gefragt, was sagst du zum letzten Video vom Günni? Und Dirk B., hast du das Günni-Video gesehen? Er will seine Kanal anschließen und die Videos in 5 Tagen löschen. Was sagst du dazu? Ja. Was sage ich dazu? Also Günni hat für sich erkannt, dass die Kacke momentan am Dampfen ist und es ist tatsächlich einiges da, was tatsächlich da dafür spricht. Muss man einfach mal so sagen, ich werde euch da ein eigenes Beispiel sagen, was mir gerade auf meinem Kanal passiert. Gut, es ist momentan einfach nach dem Hanau, ist jetzt eine Hexenjagd beginnt jetzt. Der war wahrscheinlich auch noch Prepper, dann geht es auch gegen die Prepper. Es geht jetzt schon gegen die Sportschützen. Ein Gesetz, ein Waffengesetz, das eigentlich für Mai erstmal kommen sollte, ist jetzt plötzlich innerhalb von 2 Tagen durchgedrückt worden. Alle Sportschützen sind jetzt eigentlich fast Verbrecher, weil wir haben zum Beispiel nur diese 30-Schuss-Magazine. Die habe ich zwar schon seit 10 Jahren, aber jetzt plötzlich sind die Dinger verboten. Und ich muss mir die jetzt zuerst genehmigen lassen und wenn sie mir die nicht genehmigen, muss ich es wegschmeißen. Ist natürlich so was, wo ich sage, okay, momentan geht es halt ein bisschen ab. Ja, und wie gesagt, und er geht halt davon aus, dass das jetzt auch auf Prep und Verlisten weitergeht. Corona, zum Beispiel bei mir selber auf dem Kanal. Ich habe ja 2 sehr erfolgreiche Coronaviren-Videos gemacht und ich habe das allererste Coronavirus eigentlich in ganz Deutschland gemacht, wo ich einfach gesagt habe, wie verhält man sich bei Epidemien, bei Pandemien und habe, damals war das nur so ganz kleine Randnotiz in den Nachrichten, dass in China ein neues Virus entdeckt ist. Und das habe ich eigentlich damals zum Anlass genommen. Ich hatte allerdings nicht gedacht, dass ich damit so recht liegen könnte, dass uns das jetzt auch in Europa betrifft, muss ich ganz ehrlich gestehen. Bei mir geht immer das Drecks-Handy aus, deswegen muss ich da immer drauf drücken. Ja, ganz toll. Und das erste Video, muss ich ganz ehrlich sagen, das war eben noch vor dem ganzen Corona, bevor jeder was darüber gebracht hat, war dann also so, dass das eigentlich das war, was für das Verhältnis von Klicks am meisten Geld gebracht hat. Also Monetarisierung, Werbung, mit Abstand das am meisten. Und dann hat YouTube gesagt, oh, da ist so viel Fake News unterwegs. Sie haben komplett alle Coronaviren entmonetarisiert. Ausnahmslos. Und ja, das ist natürlich schon, wenn du 2 Videos machst, die eigentlich relativ gut laufen, für die du kein Geld kriegst, ist eine Sache. Wenn aber daraufhin jedes neue Video, das du hochlädst, ich habe das letzte Mal hochgeladen mit meinem Fluchtrucksack, plötzlich auch da steht, es ist nicht mehr zu monetarisieren und du dann zuerst aufs Knöpfle drücken musst und eine manuelle Überprüfung anfordern musst, die vielleicht dann 48 Stunden dauert und in den ersten 48 Stunden hast du die meisten Klicks, ja, dann hast du ein Problem. Das nächste, was ist, dass meine Videos nur noch halb so oft angezeigt werden, als das vor meinen Corona-Videos der Fall war. Ja, also es ist tatsächlich was im Busch.
sagen wir es mal so, wie es ist. Etwas haben wir noch aufgeschrieben. Also jeder YouTuber überlegt sich wahrscheinlich momentan, ob überhaupt ein Coronavirus-Video macht oder eben das nicht macht. Es ist nämlich gar nicht sonnig und deswegen seht ihr momentan auch kaum noch Videos zum Coronavirus. Gut, der Günni sieht natürlich das nur ein bisschen, ja, er geht nur einen Schritt weiter. Ich weiß noch nicht alles vom Günni, heute ist Sonntagmittag, ich werde am Montag mit Günni telefonieren. Sollte ich da neue Infos kriegen, dann kommen die am Ende von dem Video auch noch mit dran. Hoffe ich mal, zum Schutz seiner Familie zieht er halt einfach zurück, weil er sagt, wenn die Hexenjagd losgeht, will er dort seine Familie aus dem Schuss haben. Naja, der Survival Pete im Endeffekt das Gleiche, der springt auf diesen Zug mit auf, oder wie man das nennen soll, der lässt auch seine Survival-Videos, weil er dort auch keinen Ärger haben möchte. Ja, soweit sind wir mittlerweile in Deutschland schon. Naja, wir haben Februar und die ersten Schneckliger sind da. Unglaublich. Sind schon voll ausgewachsen. Ja, unglaublich. Was kommt da auf uns zu? Ich habe wieder ein paar Fragen dazu. Michael B., ein treuer Abonnent, schöne Grüße. Hallo Stefan, was sagst du zu den Ereignissen, die im Augenblick in Deutschland stattfinden? Der X, der Bies, sagt, Coronavirus, Hanau, Thüringer Wahl, Heuschreckenplage und TITE. Wir haben leider zu viele Baustellen. Es kommt einem so vor, als wenn die ganze Welt nicht mehr alle Tassen im Schrank hat. Oh ja. Und er ist halt dann auch noch, stellt mir die Frage, wie ich in extremen Situationen, zum Beispiel Krieg und Blackout, jemand anders zum Helfen, den ich eben nicht kenne und wo er nicht weiß, wie ich ihn einschätzen kann. Sehr interessante Frage. Fangen wir mal an, was haben wir denn für Ereignisse? Corona. Aber da kommen wir gleich noch dazu, deswegen machen wir Hanau zum Beispiel. Wie gesagt, es beginnt jetzt eine Hexenjagd, weil der Sportschütze war. Der war geistig verwirrt. Es gibt aber auch Videos und Stimmen, die sagen, es waren mehrere Täter. Tja, ob das so stimmt, man weiß es nicht. Und vor allem, er hat 14 Tage vorher oder so an die Staatsanwaltschaft einen Brief geschrieben. Also wenn ich sowas geplant habe, schreibe ich doch nicht an die Staatsanwaltschaft noch vorher einen Brief, der sagt, hey, ich bin rechtsradikal, bin das und das als nur Sportschütze. Weil er weiß, sobald er als rechtsradikal eingestellt wird, dann haben seine Waffen weg. Und der war ja scheinbar dreimal in der Woche beim Schießen und keiner seiner Kameraden hat irgendwas festgestellt. Ich weiß es nicht, ich beteilige mich nicht an Spekulationen, aber ein Geschmäckli, wie man so schön sagt, bleibt auf alle Fälle. Und wie gesagt, viele Zeugen haben eben zwei aus dieser Shisha-Bar laufen sehen. Man weiß es nicht. Thüringer Wahl war für mich ein ganz schwarzer Tag für die Demokratie. Je nachdem, wann dieses Video erscheint, ist das Video schon draußen oder kommt demnächst mal. Da habe ich ein Video dazu gemacht, weil es war für mich der schwärzeste Tag und die antidemokratischen Kräfte in Deutschland haben ihren Schleier gelüftet und machen jetzt alles ganz öffentlich. Gut, dann war ja noch eine Frage zum Krieg, Dritter Weltkrieg. Glaube ich jetzt persönlich nicht, auch wenn wir momentan sehr viel näher dran sind als in den letzten 20, 30 Jahren. Das geht in Syrien an, wo plötzlich die türkische Armee gegen Syrien kämpft. Türkei gehört zur NATO, zu uns. Syrien gehört zu Russland. Oder wenn man ein bisschen weiter dort unten schaut, Amerika gegen Iran. Die USA gehört auch zur NATO. Das heißt, beide Konflikte könnten uns mit reinziehen, auch wenn ich jetzt hoffe, dass die so schlau sind und das bleiben lassen. Der Ralf Sante fragt halt dann nur Inflationssystem-Crash. Tja, da kommen wir gleich beim Coronavirus drauf. Es wird jetzt sehr viel Mangel geben in sehr viele Abteilungen, weil in unserer Just-in-Time-Gesellschaft wird ganz viel in China mittlerweile produziert, was in Deutschland hergestellt wird. Und überlegt euch mal selber, irgendwas, was ihr in der Hand habt, wo nichts aus China drin ist. Oder wo die Maschine, mit der es hergestellt worden ist, nichts aus China drin ist. Mir fällt dazu absolut gar nichts ein. Und deswegen, wenn China weiter nicht produziert oder nur zur Hälfte, mit Antibiotika geht's los. In Wuhan werden, glaube ich, wie viel, 70% oder 80% von dem Grundstoff von Antibiotika hergestellt. In Deutschland haben wir vor 3 Jahren die letzte Firma zu dem Thema zugemacht. Also ja, das kann uns sehen, aber da kommen wir gleich noch drauf. Und ob daraus dann ein Systemcrash folgt oder nicht,
Naja, zumindest ist die Gefahr weitaus größer, als ich das nur vor 3-4 Jahren gesehen hätte. So Leute, also heute habe ich einen absoluten medizinischen Hightech an meine Füße dran. Ich bin nämlich zum ersten Mal seit ungefähr 20 Jahren unterwegs mit, weiß nicht, ob man es sehen kann, mit nicht hohen Schuhe, sagen wir es mal so. Ich habe zwar kaputte Hufe, bei mir ist es also so, der linke Fuß war mal komplett weg nach einem Motorradunfall und der rechte Fuß waren mindestens dreimal alle Bänder gerissen. Das heißt, ich konnte eigentlich nur noch mit hohen Schuhen in den Wald gehen und jetzt habe ich mir auf der Messe dieses Sportomatics kennengelernt und die haben mir die auch geschickt und das war halt mein erster Test und ich bin halt eigentlich so 8 Kilometer, aber wirklich nur hier so quer durch den Wald gegangen. Über Stock und Stein, also wirklich echt cool und ich muss sagen, ich habe ein richtig gutes Gefühl dabei gehabt. Also ich habe nie irgendwie Angst gehabt, dass ich mich plötzlich, dass ich umknicke, wie ich es normal habe. Vor allem, weil ich ja weiß, da ist diese Mechanik mit, also der stabilisiert sehr gut den Fuß und zusätzlich ist ja noch diese Mechanik mit drin, die wo dann quasi, ich würde zwar dann umfallen, aber ich würde mir zumindest die Bandel nicht reißen und das finde ich echt cool. Also erster Testversuch, muss ich sagen, bis jetzt super gut, aber da werde ich mal ein Video dazu machen. Wem es schon vorher interessiert, unten in der Beschreibung ist ein Link zu denen, weil ich finde, die haben nicht günstig, aber das ist halt Sportmedizin und Sportmedizin ist halt nicht günstig, aber ich muss sagen, bis jetzt gefällt es mir recht gut. Haben ganz angenehm zu tragen, aber wie gesagt, ich mache zuerst noch ein paar Tests, bevor ich dazu mal ein Video mache. Fangen wir mit den Fragen, die haben wir weiter. Mr. Adlerauge hat gefragt, machst du mal ein Video über ein Coronavirus? Brutal, machst du bitte ein Video zur Coronavirus-Vorsorge? Was sollte man zu Hause haben? Wie viel? In Italien sind ja die ersten Supermärkte geschlossen worden in den Gebieten. Tolle Vorstellung hier. Vielen Dank dafür. Und die Frau Maus fragt dann noch, Servus Stefan, gibt es wirklich Engpässe bei diversen Sachen wegen dem Coronavirus? Günni meinte, das schaut schlecht aus. Wenn ja, welche Alternativen bestehen und was ist das Wichtigste überhaupt anzuschaffen für diejenigen, dem jetzt erst ein Licht aufgegangen ist? Und ja, tatsächlich habe ich viel mehr Anfragen als früher zu dem Thema Vorsorge. Also die früher sich nicht dem Thema gewidmet haben, denen hat vielleicht jetzt Italien die Augen geöffnet, ich weiß es nicht. Man kennt die China aus Bild, die Bilder aus China. Dort herrscht auch wirklich mittlerweile Mangelware, auch in Wuhan, was ich so mitgekriegt habe. Nicht nur an Masken, sondern es werden auch langsam Lebensmittel knapp. Ist klar, wenn so viele Leute nicht mehr produzieren, das wäre bei uns das Gleiche. Müsst ihr überlegen, da haben im Endeffekt nicht verschärft die Quarantäne, aber zumindest unter Quarantäne fast so viele Leute wie ganz Europa. Ja, das wirkt sich natürlich wirtschaftlich auf. Und ja, es kann natürlich passieren, dass das bei uns auch kommt, weil ihr müsst so eins bedenken, der eine ist 10 Tage im Krankenhaus gelegen und kein Mensch hat gemerkt, der hat ein Coronavirus. 10 Tage ist der im Krankenhaus gelegen, deswegen haben sie auch Pfleger und die zweite, die was gestorben ist, hat sie auch dort im Krankenhaus angesteckt. Und wer weiß, wie viele bei uns rumlaufen, die den Coronavirus intus haben, aber das gar nicht merken, nur den verbreiten. Wir wissen es nicht. Also ich bin tatsächlich der Meinung, dass man den Virus an sich wahrscheinlich unter Kontrolle bringen, hoffe ich zumindest, wenn der kommt, weil man sieht, wenn man so Maßnahmen wie in Italien, könnte das helfen, es muss aber nicht. Was uns aber auf alle Fälle treffen wird, sind die wirtschaftlichen Folgen. Ich habe es vorher schon gesagt, es gibt nichts, aber auch gar nichts mehr. Das Handy, da haben Teile aus China drin, kommt wahrscheinlich aus China, der Rucksack kommt aus China, alles Mögliche kommt eigentlich aus China. Und ja, es wird Mangelware geben und ob es da Alternativen dazu gibt, ich weiß es nicht. Deswegen sage ich lieber jetzt vorsorgen und einkaufen, bevor es dann vielleicht nichts mehr gibt. Im schlimmsten Fall habt ihr halt einen Vorrat daheim, den was dann aufbraucht. Das kostet euch ja nichts. Was auf alle Fälle ist, zum Beispiel Antibiotika. Ich weiß es also jetzt von mehreren Apotheken, dass die schon Lieferengpässe bei vielen Medikamenten haben. Also das ist auch ein wichtiger Punkt. Und gerade Antibiotika wird zum ganz großen Teil in der Nähe, also der Grundstoff, in Wuhan hergestellt. Und in Deutschland haben wir vor 3 Jahren die letzte Firma dazu dicht gemacht, die den herstellen hätte können. Das heißt, ja, es wird massive Engpässe geben. Und ich empfehle, aber da kommen wir gleich noch drauf, was man machen sollte. So. Zu dem Thema Vorsorge. Ich habe bereits im Dezember 2 Videos gemacht, BBK-Checkliste, Blackout-Vorsorge, Krisenvorsorge. Die kann man eigentlich zu 90% übernehmen, auch für einen Pandemiefall. Und was das Wichtigste jetzt ist, anfangen. Ja, definitiv anfangen.
Was der Vorteil ist, ich glaube nicht, dass unsere Stromversorgung am Anfang darunter leidet oder wenn überhaupt, ob die darunter leidet. Das heißt, Wasser wird nicht das große Problem sein und Strom auch nicht. Das heißt, diese ganzen Wärmesachen und sowas sind jetzt eher mal zweitrangig. Wasser, also wie gesagt, wenn ihr kein Leitungswasser nicht möchtet, dann würde ich dringend Getränke raten zu kaufen und natürlich Vorrat. Weil wenn der Supermarkt zu ist, Pech gehabt. Ist halt mal so. Ob ihr jetzt Dosen kauft oder, so wie ich euch letztes Mal vorgestellt habe, zum Beispiel Y-Food, da gibt es ja auch die Pulverform davon. Im Übrigen, coole Sache. Ich nutze diese Dinge jetzt für ganz viele Sachen. Das ist ja eine leere Dose. Da habe ich mein Kaffeewasser drin, weil ich mir nachher einen Kaffee mache. Das ist nämlich super leicht, super, was soll ich sagen, super massiv und wiegt fast nichts. Also, coole Feldflasche im Endeffekt. Klopapier, ganz wichtiger Punkt, ihr wisst, ohne Klopapier ist es scheiße. Und wenn der Supermarkt so hat, kriege ich sowas nicht mehr. Genauso wie Hygieneartikel für Frauen, für Sonstiges. Da würde ich mir auf alle Fälle nur mal mit eindecken, solange es das gibt. Und Medikamente, wenn ihr welche braucht, so viel ihr kriegen könnt, bunkern. Wenn ihr es selber nicht braucht, braucht es vielleicht die Verwandtschaft demnächst. Aber hier wären definitiv meines Erachtens Engpässe gekommen. Wie sich die auswirken, das hängt davon ab, wie der Virus weitergeht. Ich schaue momentan nicht danach aus, als hätte China die Lage unter Kontrolle. Macht einmal Gedanken zur Home Defense, wenn nämlich dann wirklich mal länger nichts mehr geht. Sollte man sich zumindest mal Gedanken darüber machen, wie kann ich meine Tür zum Beispiel sichern, wie kann ich mein Fenster sichern. Das schaut dann mal nie, wenn du da Gedanken drum machst. Und einen Fluchtrucksack packen. Vielleicht auch nur für Indoor, aber es kann ja irgendwas passieren, man weiß es nicht. Der schaut grundsätzlich mal nie, wie man den hat. Aber das Wichtigste momentan würde ich jetzt sagen, Getränke, wer kein Leitungswasser mag, und auch eben Nahrungsvorräte. Und zwar mal mindestens 14 Tage oder mehr. Machen wir weiter. Es gab auch noch ein paar Fragen, Wünsche zu Videos. Robert Pichler zum Beispiel schreibt, würdest du mal ein Video über Wundversorgung, Wundreiniger und so weiter machen? Es gibt tatsächlich von mir schon ein Video, das ist aber leider nicht so geklickt, weil Erste Hilfe leider in Deutschland immer nur Stiefkind ist. Fragt so mal Medios, der kann da ein Lied drüber singen. Es ist also so, ich habe mir damals hier im Wald den Finger abgehackt. Natürlich nicht in echt. Aber ich habe das gemacht, dass man einfach mal sieht, wie schwierig das ist, sich alleine einen Verband anzulegen. Und da bist man alleine im Wald. Also ich bin ja meistens alleine im Wald draußen. Aber es ist eine gute Idee. Da werde ich die Miri mit dazu nehmen, weil die ist Krankenschwester. Die kennen sich natürlich zu dem Thema wesentlich besser aus wie ich. Dann kurz an einer 70 geschreibt, Servus Stefan, meine Frage. Da du ja wahrscheinlich auch nicht mitten im Wald wohnst, ist richtig, leider nicht. Läufst bzw. fährst du an deinen Zielort? Ab wann hast du dein Messer etc. am Gürtel? Da kann man ja auch noch auf Spaziergänger treffen. Und wie verhältst du dich dann? Grüßle, grüß. Grüße zurück. Also ich fahre tatsächlich meistens mit dem Auto, aber ich gehe ja manchmal von daheim weg. Also meine Nachbarn sagen schon nichts mehr, wenn ich mit dem Rucksack oder in grüner Montur unterwegs bin oder in Bundeswehruniform. Die haben das mittlerweile so gewohnt. Also man gewöhnt auch die Nachbarn da dran. Das ist kein Problem. Mein Messer, da habe ich ja hier immer mein Wolfgangs Ambulo dabei. Dieses schaut zwar nicht so aus, ist aber 42A-konform. Das ist für mich als Sportschütze natürlich extremst wichtig. Es gibt auch einen Feststellungsbescheid darüber beim BKA. Und das heißt, ich darf das überall mitführen, weil es hat keine 12 cm Klinge. Und damit ist es zumindest auch nach aktuellem Recht nicht verboten und deswegen habe ich das daheim schon dran. Bei uns sagt da auch keiner was, vor allem im Wald, wenn ich Spaziergänger treffen darf, da ich eh meistens eher so ausschaue wie ein Förster oder wie ein Jäger, ist es bei mir eigentlich dann eher so, dass da keiner was sagt. Also ich glaube, die meisten haben bei uns im Wald ein Messer dabei, um irgendwas abzuschneiden oder sonst was. Deswegen, es ist rechtlich erlaubt und ich habe keinen Stress damit. So, was haben wir denn noch? Mo2805 schreibt, Blackout 2021, kann es auch früher eintreffen? Ja, da bin ich tatsächlich an einem Video dran. Ich habe das schon mal gemacht, Energiewende, warum die nicht funktioniert. Und da wird es ein Update geben, weil dieses Jahr hat man schon über dreimal, wo ich jetzt nur gesehen habe, ich schaue ja auch nicht immer bei Smarty rein, aber ich habe über drei Zeitpunkte gefunden, wo wir über Stunden hinweg 15 Gigawatt zu viel produziert haben. Und wir haben auch schon 8 Gigawatt zu wenig produziert. Das heißt, solche Schwankungen, wie wir jetzt in diesem Jahr gehabt haben, bin ich nicht gewohnt von Smart. Also die Anzeige.
Und da wird es eben geben, warum das Problem ist. Und wie gesagt, ein Blackout kann immer passieren. Das Bundesheer, das österreichische, geht davon aus, in den nächsten 5 Jahren kommt er zu 100%. Also man sollte sich darauf definitiv vorbereiten. Wann er kommt, weiß kein Mensch. Aber das habe ich schon immer gesagt, ich habe leider keine Glaskugel, das war super, dann könntest du genauso. Okay, Amalek schreibt, wie komme ich in einer traumatisierten Gesellschaft zurecht? Oh, das ist eine hochinteressante Frage. Stellt euch mal so einen länger dauernden Blackout vor. Jeder ist traumatisiert, weil vielleicht draußen die Einbrecher durch die Gegend von Unruhen passiert. Und wir haben das ja nicht mehr gewohnt. In Deutschland bist du es ja nicht mehr gewohnt. Also hochinteressante Frage, da mache ich vielleicht wirklich mal ein tolles Video dazu, da bin ich echt selber neugierig. Da muss ich aber auch noch mal ein bisschen recherchieren. Manches fällt mir sofort ein, manches kommt noch dazu. Der Steini schreibt noch, was sind die ersten 10 Maßnahmen, die du bei einem Shit-Hits-the-Fan-Szenario machen würdest? Und das finde ich eine richtig coole Idee für ein Video. Da werde ich ein Video drüber machen. Ihr seht also, was hier Sabine angerichtet hat. Das ist also echt krass, muss ich sagen. Und der arme Bauer, der die schneiden muss, das sind lauter Spannungsschnitte. Und das ist extremst gefährlich. Hier ist sogar noch das, wenn du nämlich quasi so wie da vorne, zeig das da mal anschaut und du schneidest den Baum dazu ab, dann fällt dieses tonnenschwere Teil nach hinten. Also das ist nicht ohne, muss ich sagen. Und die hängen noch oben in die Bäume drin. Das heißt, das ist auch hier zum Wandern gar nicht so ungefährlich. Darum werde ich schauen, dass ich hier weiterkomme. Hier ist auch da ein Knacksen. Der friedliche Weg hat mich gefragt, ich fände es super hilfreich und spannend und bald vielleicht auch essentiell, mal darüber zu reden, wie man sich ohne Internet und Telefon vernetzt, organisiert und unterstützt. Ja, hochinteressant, auch dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, Funken, Notfallfunk in der Krise. Und kommt auch noch die Frage vom Onkel Hamu dazu, wie kann man kommunizieren, Funk kann abgehört oder geortet oder gestört werden. Und dazu teste ich gerade was, eine Neuigkeit aus China. Ja, wissen wir natürlich nicht, ob es die noch gibt, das muss ich jetzt erst eruieren. Und zwar ist es ja so, zum Beispiel, wenn kein Strom nicht mehr da ist, die Handy ist ja nichts anderes wie ein Funkgerät, das zu irgendeinem Sendemast hinsendet. Bei Blackout hat dieser Sendemast für 2 bis 5 Stunden Strom und dann war es das. Mit dem Teil kann ich meinen eigenen Sendemasten simulieren. Und das heißt, ich kann da mit dem Handy kommunizieren, wie so eine Art WhatsApp ist das, wo ich Sprachnachrichten senden kann oder eben so wie WhatsApp-Nachrichten und wo ich meinen Standort senden kann, weil der ist auch mit GPS und im Notfall, wenn ich es nicht brauche, kann ich das Ding sogar hernehmen als Powerbank. Also ganz interessant, bin ich gerade am Testen dran, kann man dann auch die Antenne länger machen. Ist aber wieder so ein Funkteil, was eben nur für die Krise gedacht ist. Aber der Vorteil ist, durch das ist verschlüsselt. Und du sendest nur ja so ein WhatsApp, das geht ja innerhalb von einem Bruchteil einer Sekunde, sendest das weiter, sodass du hier also eigentlich auch nicht geortet werden kannst. Gestört, okay, klar, das Problem kann man leider nicht aus der Welt schaffen, aber zumindest für die anderen beiden kann ich mir hier auch mit 10, 20 Leuten ein System aufbauen, mit dem jeder mit seinem Handy kommunizieren kann. Wenn das Handy leer ist, steckt es da unten oben, eine Powerbank ist ja auch mit dabei. Also ganz coole Sache, aber kommt demnächst. Mumi Fechtner schreibt, hallo Stefan, hast du Ideen, wie man andere Familie, Nachbarn, Kollegen diskret einen Hinweis geben könnte, sich für eventuelle Eventualitäten vorzubereiten bzw. aufzurüsten? Ja, das ist die große, große Frage, die sich immer wieder stellt. Ich muss sagen, für mich selber, seit ich diese Videos mache, stellt sich die Frage nicht mehr, weil die schaut auch meine Verwandtschaft teilweise. Und daher ich nichts mehr Gegenteiliges. Nein, ganz im Gegenteil, ich habe jetzt das gekauft, ich habe das gekauft. Aber wie macht ihr das? Ich würde momentan den Hinweis geben, du pass auf, was magst du jetzt, wenn, wenn bei uns plötzlich alle Supermärkte gesperrt haben, im Umkreis von 50 Kilometern. Hast du genug Nahrung daheim? Vielleicht denkt ihr dann drüber nach und dann schickt ihr vielleicht noch einen Link von meinem Video, Blackout Basic oder was auch immer. Oder eben die Energieversorgung, dass ein Blackout passieren kann oder was passiert beim 14-tägigen Blackout. Da habe ich ja einige Videos in die Richtung gemacht. Vielleicht hilft es ja was. Also wie gesagt, bei meiner Bekannten hat das relativ gut geholfen, muss ich sagen. Chris W. fragt, Politik ist Ansichtssache, die würde ich meiden, wo es nur geht. Ja, da hat er auch recht, aber ein Video dazu habe ich ihm jetzt gemacht oder das kommt jetzt raus oder ist schon draußen. Wir sind eh als Prepp und Buschkäfter, Reichsbürger und Nazis. Ja, da stößt ins Gleiche Horn wie der Günni quasi. Blackout ist immer wieder spannend, da wird es auch noch weitere geben, da habe ich noch ein paar interessante Sachen auf Lager.
Vor allem, wie man sich daheim einrichten soll, um den Fall locker 2 Wochen ohne Probleme zu überstehen. Zum Beispiel Thema Solar. Und zu Solar bin ich immer noch nicht dazu gekommen, dass ich zu meinem Späßel fahre, der Photovoltaikanlagen verkauft, wo man also mal sagt, wie kann man das Haus so machen, dass ich sage, okay, ich kann zumindest einen Grundstrom aufrechterhalten mit Photovoltaik. Martin, 1220, was denkst du mit deinem Background, wie lange man braucht, um sich vorzubereiten, egal ob Blackout oder andere Krisen, mit all dem, was man als normal empfindet? Dazu kann ich eines sagen, egal wie lange du das machst, es wird nie aufhören. Mir fällt immer wieder was Neues ein. Aber um ein gewisses Grundkontingent zu kriegen, muss ich jetzt mal ehrlich sagen, gerade jetzt für zum Beispiel Pandemie, kann ich jetzt ins Geschäft gehen und kann das für mich erledigen. Das ist Arbeit auf 1 Stunde, 2 Stunden, nicht einmal. Dann ist das Thema zumindest schon mal erledigt. Das kann ich euch nur empfehlen. Und dann, wie gesagt, einfach mal immer dazu wieder was kaufen. Ich habe das auch bei mir, ist das über Jahre ist das entstanden. Also es ist nicht so, dass man sagt, ah, ich bin jetzt prepper, zack, und morgen bin ich fertig. Das wird nicht passieren, außer man hat x-tausende von Euro zur Hand und kauft einfach von allem das Beste. Das ist eine Möglichkeit. Aber die haben wir nicht alle, leider. Wichtig ist halt, dass ihr jetzt anfangt, weil in Italien die Schließungen kamen auch ohne Vorwarnung. Da hieß es dann plötzlich, so, Schulen, alles andere ist dicht. Ihr müsst mal überlegen, eine Kinder können nicht mehr in Schule in den Kindergarten gehen. Ihr könnt ja nicht in die Arbeit gehen. Auch sowas muss man dann in dem Fall mal bedenken. Was machst du dann? Kannst du deine Kinder allein daheim lassen, wenn du 2 6-jährige Kinder oder noch kleiner daheim hast? Ja, ich weiß nicht. Also auch sowas gehört dazu bedacht. So Leute, das war es heute wieder von mir. Hat mir Spaß gemacht, eine Fragen zu beantworten. Ich habe es so auf die Schnelle gemacht, so gut es ging. Manches Video muss ich halt erst noch produzieren. Das dauert natürlich. Was ich jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß, ob ich vom Günni irgendwas Neues erfahren habe oder nicht, ihr werdet es im Video sehen. Und ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Format gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Dann weiß ich, ich werde sowas öfters machen. Wenn ihr vielleicht noch weitere Fragen habt, haut es mir unten in die Kommentare rein. Dann kann ich vielleicht mal wieder so ein Q&A machen. Und ansonsten sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video, euer Stefan von Outdoor Chiemgau. Pfiat euch! Sehr interessant, so eine Schnittkante mal zu betrachten. Ihr seht es also hier quasi, hat er eingestochen. Also das war richtig. Und dann ist er so nach hinten weitergegangen, bis ungefähr hier oben her. Und hat dieses Band hier oben stehen lassen, damit der Baum noch nicht umfällt, bevor er das will. Er hat aber zu kurze Säge gehabt, das merkt man also, ups, wo bin ich denn hier? Und ist hier quasi von der anderen Seite nochmal mit reingefahren. Also ganz interessant, sowas zu lesen. Es ist also der normale Sicherheitsschnitt gewesen. Ihr seht, das hat er richtig schick gemacht. Also er hat von dem hier alles beachtet. Das einzige vorne, das sieht man aber jetzt leider hier von der Kamera nicht, hat er relativ wenig abgeschnitten. Aber ansonsten, also man kann hier einiges rauslesen, wenn ein Baum umgeschnitten worden ist, ob einer das kann oder auch nicht. Hier würde ich mal sagen, ja, der hat es können. Gar nicht schlecht, dieser Weifutriegel. Crispy Brown. Leute, ich sag's euch, so lasst es aushalten. Ich habe ein bisschen Hunger, jetzt habe ich mir schnell diese Weifutriegel. Ich stehe mal nochmal separat vor. Aufgemacht, weil den habe ich immer mit dabei. Ein kleines Päuschen zwischen die Dreharbeiten. Ah, ist einfach herrlich im Wald. Könnt ihr sagen, was ihr magt.